war ein Flammenwerfer, ein Feuer, ein Anzünder für uns alle. Es gibt, glaube ich, kaum jemanden in Deutschland, der seine Musik nicht kennt. Der Rio Reiser ist, glaube ich, gleichzusetzen mit der Liga, ich sag mal, Lindenberg, Grönemeyer, Maffay, die heute deutschsprachige Musik machen, schon den Grundstein gelegt haben, mit der deutschen Sprache einfach mal ein bisschen experimenteller umzugehen, ein bisschen poetischer umzugehen und ja, gleichermaßen in Songs auch eben immer eine Haltung zu verpacken. Ich hab so oft für dich gelogen und ich spiel den Regenbogen für dich, immer für dich, immer dich. Das war, glaube ich, so das Fundament für das, was alles danach kam und bis heute deutschsprachig gesungen wird. Die Band, aber Rio auch als solcher, der war permanent auf der Überholspur. Und was dieser Mensch produziert hat, was er geschrieben hat, wenn er Kämpfe geführt hat, mit wem auch immer, der war schnell unterwegs. Zauberland ist abgebrannt. Mit Unabhängigkeit und selbstständig leben und weg von diesem ganz normalen Verhalten. Das finde ich das Außergewöhnlichste von Rio. Beziehung zu Menschen ist für ihn ganz wichtig, wenn man sich die Musik anhört. Und eben der Traum hat er, eine Vorstellung davon, so dass man sich in dieser Welt als Mensch wohlfühlt. Rückblickend war seiner Zeit voraus auf jeden Fall. Er war einfach Rio und hat textlich das gemacht, was ihn angesprochen hat oder was ihn beschäftigt hat. Und bei Rio ist es genau dasselbe. Der wird beeinflusst, ist beeinflusst worden durch seine Welt drumherum und hat aus Politik Poesie gemacht oder andersrum. Rio hat es geschafft, zu der damaligen Zeit, dass sich jeder damit identifizieren kann. Ich sehe das immer auch auf Konzerten. Da gibt es so viele Junge, die ganz vorne stehen und jedes Lied mitsingen. Er ist einer von diesen Begabten, die sich kaum bewegen mussten. Der musste einfach nur so in sich gekrümmt mit großer Körperspannung dastehen und singen und hatte die Leute im Blick. Rio, seine Songs wird man in 50 Jahren noch sehen. Wenn ich Rio